Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute ist das erste Reh, was ich in diesem Jahr aus der Decke schlage. 2021. Das ist ein richtiger Maibock, wenn wir sehen, da noch kurz im Haarwechsel. Am Anfang tue ich mal so. Ich schneide auch den Vorderlauf auf. Ist immer so, wenn der Haarwechsel ist, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Haar aufbringt aufs Fleisch. Und wie lange das Bild hängen lasse. Das habe ich jetzt 6 Tage hängen lassen. Das ist am 3. Mai erlegt worden. Und heute ist der 9. Das passt schon. Ich tue immer die Rehe, so wie das leichtere Stück Rotwild, ziehe von Futterviertel weg ab. Ich persönlich tue mir leichter. Aber wenn man von anderen Seiten her macht, ist auch nichts verkehrt. Na, schauen muss man halt, dass man nicht so wirklich keine die Granen mit dem Fleisch oben hat. Wieder so, schaut der Schuss, dann das Kreuz. Entscheide ich entferne die hinteren Läufe. Schaut, ich habe schon 3 Monate nichts mehr gemacht und schon geht es recht zart. Wenn sie die Läufe abtrennen, da spüren sie das. Da ist eine kleine Vorbeugung. Da müssen sie reinschauen. Mit dem Messer. Leichter gesagt, als wir getan. Trenne ich nur ein bisschen auf. Genauso wie da. Wichtig ist nur, dass die Haare, wie gesagt, auf die Haare müssen aufpassen. Dass die da nicht zu laufen kommen. Ja, das passt schon. Das hat beim Aufbrechen nicht ganz aufgepasst. Also, das geht endlich recht schön. Wie gesagt, aufpassen, dass man mit der Decke nicht auf dem Fleisch umbekommt. Danach haben sie gleich. Es geht auch im Sommer leichter. Jetzt ist gerade der Haarwechsel. Und da ist das immer ein bisschen eine schwierigere Sache. Aber ein bisschen, das geht natürlich auch. Jetzt sind wir da. Und da schauen, dass diese, wenn es diese feine Haut nicht drauf ist am Wildkörper, ist auch egal, weil es macht vom Gewicht her nicht viel aus. Gell. Das ist so ein feines Hötchen, aber es schaut halt besser aus. Gell. Ja. Ein bisschen professioneller, sagen wir mal so. Aber sein tut es wurscht, vom Gewicht her ist das komplett egal. Das ist das Ding weg, schaut. Da fahre ich mal mit der Faust ein bisschen runter hin. Schaut, das ist da. Wurscht. Der Wildgarten ist auch recht eine super Einrichtung. Jetzt fahren wir ein bisschen auf. Was wir so noch machen, ich schärfe da die hinteren Keulen auf.
Wenn der Ziege das leichter. Leichter. Da. Jetzt nehmen wir das Ganze so. Schauen Sie. Und die Decken ist ja unten. Schauen Sie. Ist ja endlich so recht sauber. Da ist nicht viel drauf. Und was ich immer noch mache, wenn ich das Reh zerlege, ich löse den Träger herum ein bisschen an. Sie tun sie nachher. Sie kommen jetzt schön dazu. So war das. So habe ich das Reh aus der Dicken geschlagen. Das erste Reh 2021. Ein Maybock. Ist nicht gar nicht so recht sauber geworden. Nur aufpassen immer, dass keine Haare drauf sind. Sollten ein paar drauf sein, sie können mit den feuchten Fetzen ein bisschen abputzen, dann kriegen sie sauber. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Abonnieren Sie mich. Und danke fürs Zusehen.